Die Handalpi. Heute ein Start im Regen. Und ich muss leider sagen, heute ist das auch schon die dritte Aufnahme vom gleichen Level, vom gleichen Zeitpunkt, vom gleichen Standort. Und ich habe allmählich keinen Bock mehr. Und ich hatte vorhin den Zade Pump hieß er, glaube ich. Der war hier bei mir so ein bisschen hier mit in dem kleinen Chat, den ich gerade aufmache. Und der war da eigentlich mit so ein bisschen live mit in der Aufnahme. Und ja, die Aufnahme ist leider flöten gegangen. Tut mir echt leid. Da ist mir der Rechner so ein bisschen abgenibbelt. Und das war so wie schon zum dritten Mal die gleiche Aufnahme. Und ich muss sagen, meine Laune wird dadurch nicht gerade besser. Absolut nicht. Ich hoffe doch, dass jetzt endlich mal irgendwas zustande kommt. Ihr habt wahrscheinlich jetzt, sei schon zum dritten Mal, gemerkt, dass ich so ein bisschen Musik dabei habe. Und wir finden gleich mal einen kleinen Waldchampignon. Oder einen Wiesenchampignon. Ich glaube, wenn ich meine Stimme weiter so heftig belaste, ey, dann ist irgendwann Let's Play Ende, Alter. Und meine Stimme ist echt schon megamäßig im Arsch. Allein schon vom Black Ops aufnehmen. Und wir rennen jetzt einfach mal eine Runde rum. Und ich habe gelernt, wenn das Spiel läuft, darf ich es nicht minimieren oder über die Windows-Taste drücken, weil Fraps mir da direkt das Spiel ja, sperrt oder ich komme halt nicht mehr rein und ach, alles Kacke. Ich versuche noch ein bisschen das Mikro so ein bisschen umher zu wursteln. Moment mal, ich habe, glaube ich, irgendwo was. Ich habe doch was zu trinken hier. Naja, wenn man das so trinken nennen kann, die Pfütze. So, zumindest mal ein Schlückchen genommen hier. Boah, das hat ja komisch geschmeckt, ey. Wildschweine! Wildschweine! Ja, ich kann nicht mehr mal ordentlich quietschen. Das ist ganz toll. Wildschweine? Ich sehe keine Wildschweine. Ich sehe nur scheiß Wetter. Ich sehe weder Wilde noch Schweine. Oh ja, endlich wieder Regen. Ich weiß gar nicht, wie viel Regen ich heute in der Aufnahme hatte. In den Aufnahmen eigentlich. Aber beim ersten Mal ist der Rechner voll gelaufen. Da hatte ich noch 138 Kilobyte frei auf dem gesamten Rechner. Alter, war das ätzend. Wenn einem nur Scheiße passiert, wirklich nur. Huch. Ach, der Maul, Mr. Maultierhirsch ist auch hier gleich um die Ecke. Hörst du noch zu rennen? Hallo? Aber wir haben ja schon aus früheren Aufnahmen gemerkt, der Huntermate ist nicht gerade genau, was die Aktualität der Daten beinhaltet. Ich finde auch immer Maultierhirsche dann, wenn schöne Musik ankommt und wenn es regnet. La la la. La 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 la. Trillilalilu. Ne Spur. Interessiert mich allerdings nicht. So, und wir rennen mal dahinter. Ich bin gerade so ein bisschen ruhig gewesen, ne, weil ich war gerade so, was ist das denn da hinten? Oh, ey, ja, das, ne, hat man ja alles schon mal. Lass dir nur Zeit, die Tiere bleiben ewig da. Können wir den Huntermate wechseln, jetzt haben wir alles verscheucht. Und die Musik ist auch gleich vorbei. Das finde ich ja toll. Und so wie das Schweinchen weggerannt ist, haben wir es auf gar keinen Fall erwischt.
Dafür ist die schöne Musik und der schöne Waldsound im Einklang mit mir oder. Und es wird schon wieder dunkel am Horizont. Huch. Ich dachte, da war was. Hör halt. Verwirrtes Schwein flüchtet. Flucht ist zwecklos. Nein. Was haben wir denn da? Yeah, wir haben es auf jeden Fall getroffen. Ach, ist das schön, so im Wald herumzulaufen und die Spur verloren zu haben. Ah. Das Schwein will uns verarschen. Nicht mit mir. Ich finde dich, du Schwein. Du kleines, du ferkeliges. Ah, gleich kommt wieder Regen. Ich merke doch schon mehr die Dunkelheit und die Nässe über meinen Körper hinwegziehen. Ah, haben wir die Spur schon wieder verloren. Yippie, hi, hey. Oh Mann, ey. Ätzende. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht liegt das irgendwo unten am Baum. Ich glaube, das ist so wirklich. Huch. Naja, alles voller Büsche hier. Büsch, Busch, Busch. Sieht nicht so aus, oder? Einfach nochmal andere Spuren. Ich bin gerade so elwet, also gelangweilt. Weil ich überhaupt gar keinen Bock mehr habe. Wilde Schweinchen spuren. Wilde Schweinchen, wilde Schweinchen spuren. Wilde Schweinchen spuren. Rampazbeda badubai alabadu. Schlappel die Bidi schlau. Schlappel die schlau und schlappel die schlubbel die schlu. Stüppel die Schlappel die beschlappel die schlu. Schlappel die Stippel die schla. Schlippel die Schlupe, Schlippel, Schlappel die Schla. Schlippel die Schlupe, Schlippel, Schlappel die Schla. Drauf geschissen auf diese Spuren suchen wir uns halt neue. Da muss das Schwein in der Wildnis verrecken. Ich habe auch gar kein Thema, weil ich habe echt keine Lust mehr so wirklich. Doch ich muss Aufnahmen machen, weil ihr wollt ja so ein bisschen was sehen. Wenn meine Stimme nicht so im Eimer wäre, könnte ich auch wieder lustige Sachen machen und übelst rumbrüllen, aber Alter, meine Stimme ist so fertig, das drückt schon übelst im Kehlkopf, wenn ich jetzt rede, Alene. Aber ich kann dann jetzt nicht die ganze Zeit hier rumlaufen und einfach nur ruhig sein. Und was ist denn das? Das ist eine Falte. Ich spiele mich gerade mitten auf dem Bett. Ich habe die Maus hier auf dem Bett drauf stehen und da ist gerade so eine kleine Falte gewesen im Laken. Die hat ein bisschen gestört. Oh ja, diese Atemübungen sind sehr toll. Oh, meine Stimme. Oh, oh, oh. Gib mir doch mal ein Vic Midi Night Halsbonbon. Oder wie die Dinger heißt. Fasane. Scheiße. Noch mehr Fasane. Ich glaube, wir haben hier ein Ziel. Ja, das ist auch gut, dass das Tier überhaupt nicht mitbekommt. So, mal kurz anvisieren hier, ne? Pam!
Ja, so schnell geht das, ne? Da hast du mal so ein kleines Tierchen einfach mal weggebolzt. Ah, ein Score. Und ich habe jetzt noch keinen Bock, das nochmal vor. Oh, das sieht doch cool aus für die Pose. Gib's mir, Baby. Yeah. Sitzt das kleine Ding einfach mal hier so mitten in der Nature rum und lookt uns on. Und wenn das uns so anlockt, dann hat es uns ange. Ne. Meine Stimme ist so im Eimer. Ich mache sie noch mehr im Eimer, indem ich ganz hoch rede. Das ist ganz toll für die Stimme, weil die Stimme überhaupt nicht mehr kaputt gehen kann. Ganz ehrlich, das kommt eigentlich nur daher, dass ich auf Arbeit immer so viel rumbrüllen muss, weil das so scheiße laut auf Arbeit ist. Da kriegst du immer nur noch Stimmbrüche, kriegst du einen Stimmbruch nach dem anderen, ey, pro Tag einen neuen. Weil du echt, ey, der steht eh mit daneben dir, du musst den anbrüllen in der Diskothek, ist unglaublich. So, Alter! Du musst den echt nur anbrüllen, ey, das ist so. Das Schlimmste ist, wenn die da noch eine Maschine weiterstehen, dann musst du, Alter, dann musst du dein ganzes. Dann musst du deinen ganzen Kehlkopf so spannen. Wir verfolgen gerade den Vogel da hinten, ne? Hohoho. Da. Huch, oh, ein Schmetterling, Alter. Kommt mir ein Schmetterling fast in die Fresse geflogen. Wo bist du? Du kleiner Vogel. Musik ist zu Ende. Da läuft schon die nächste Musik. Yippie. Ich glaube, ich sehe ihn nicht. Nee, das wäre nur ein blöder Busch. La, 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 la. Oh, Alter, meine Stimme ist im Eimer. Die kann ich morgen wegschmeißen. Na nü. Wildschweine. Was für ein paar Schweine. Ja, verwilderte Schweine und Wildschweine. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied sein soll. Wird jetzt der Aggressivitätszustand leicht verändert oder keine Ahnung. Oh, mir tut so der Hals weh. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das weh tut. Keine Schweine. Da sind wir ein paar Spuren. Ein paar wilde Schweinespuren. Und sie laufen in diese Richtung, diese Schweinespuren. Da da di da 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 di da da du. Ich habe natürlich auch nur Musik ausgewählt, die so schön zu dem Spiele-Feeling passen. Noch mehr Wildschweinspuren. Ich habe gerade so ein Zitteranfall hier so, oh mein Gott, das ist so aufregend, das ist so aufregend, oh mein Gott, ist das aufregend, das Spiel, wow. Oh, jetzt habe ich was gedrückt. Ich habe die Spur verloren. Yippie-hi-yay. Es war in der Backe. Die da, die du, du, die, die da, da, lappeli, lappeli, lu. Schrampelt die Schrampel-Lappati-Pupsi-Pu. Scheiße im Klo, Scheiße ist in meinem Klo. Da ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber ne, die Scheiße ist in meinem Klo, da wo sie eigentlich hingehört. Andere schmieren sich an die Wand. Natürlich aus Deko-Gründen. Die. Oh, ich bin so total so, hab ich Laune, ey. Die. La 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 la. Und la 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 la. Sieht sehr leer aus. Sieht auch sehr leer aus. Ein Vogel.